Aber ich muss ja meine eigenen Kinder auch gar nicht töten, sind ja nicht meine Kinder, die in der Erbschaftsfolge im Weg stehen. Mein Ehemann ist jetzt mein Seelengefährte. Wir sind von minus 100% auf plus 100%. Alles ist vergessen. Wir lieben uns, als hätte ich nicht 4 Kinder von einem anderen Mann. I'm sorry, ich bin übel hyped. Ich finde das DLC so, so gut. Boah, ich hoffe, es lädt. Ja, okay, alles gut. Es hat ganz normal geladen. Dann haben wir kein Problem. Also, was haben wir gestern gemacht? Ich habe als Gräfin Xuana gestartet. In Coruña in Spanien. Beziehungsweise in Iberien. Ich habe eine Grafschaft. Nur, ich habe auch keinen einzigen Krieg bis jetzt geführt. Mein Sohn ist mittlerweile König von Galizien. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe ein bisschen rumgehurt und hatte die ein oder andere Affäre. Und ich habe mittlerweile 7 Kinder von 3 unterschiedlichen Männern. Offiziell von 2 unterschiedlichen Männern. Das ist das, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich bin, würde ich behaupten, die mächtigste Frau Spaniens zum jetzigen Zeitpunkt. Und das mit einer Grafschaft, weil ich so unfassbar viele Bündnisse erzwungen habe, dass ich einfach stärker bin als mein Sohn, der König von Galizien ist und ihm den Arsch aufreißen könnte, wenn ich wollen würde. Das ist sehr, sehr spannend. Dankeschön, Harry, für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Was ist, und ich habe auch ein paar Leute getötet. Auch ein paar Kinder. Das Ziel für heute ist, ich brauche Geld. Ich habe keine Ahnung, Wenner. Und meine Aufgabe besteht jetzt darin, dass ich die Hochzeit, die hier in 3 Jahren stattfinden wird, mit Gräfin Regin Lind von A. Grau aus der Familie der Habsburger. Ich muss quasi diese Hochzeit bezahlen. Das ist eine versprochene Prachthochzeit. Und ich habe kein Geld dafür. Das bedeutet, ich muss mich darum kümmern, Geld zu bekommen. Das ist mein Aufgabenbereich für jetzt. Ach, so viele sind es doch nicht. Naja, es sind schon einige. Es sind schon einige. Es gibt nicht wirklich einen Grund, da eine blutige Hochzeit draus zu machen. Weil deren ganze Family gestorben ist. Schon bevor der blutigen Hochzeit. Das heißt, ich glaube, ich riskiere damit maximal meinen eigenen Sohn, wenn ich das tue. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich wollte ursprünglich eine blutige Hochzeit machen, um ihre Familie loszuwerden. Aber ihre Familie ist ohne mein Mittun tatsächlich davor verreckt. Es ist wirklich ohne mein Mittun. Ich würde nicht lügen. Ich wäre stolz drauf, wenn ich es zu verantworten hätte. Aber ich war es nicht. Dankeschön, Alfiel, übrigens. Vielen, vielen lieben Dank für die 9 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Zum Spaß ist kein Grund? Nee. Zum Spaß ist kein Grund. Ich weiß bei den ganzen Leuten teilweise nicht mehr, was ich von denen wollte gestern. Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh, die heiraten auf jeden Fall gleich. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, ich wollte meinen jüngsten Sohn mit ihr noch verheiraten. Und dafür muss ich darauf warten, dass sie 16 ist, damit ich sie dazu zwingen kann, ihn zu heiraten. Weil so kriege ich die 2 nicht verheiratet. Geil, ich bin Graf Nuno losgeworden. Ah, das war gut. Genau, es gab ja noch die Fraktion gegen meinen Sohn. Und da habe ich gerade noch einen der Fraktionsstellenden getötet. Und ich würde, den kann ich nicht mehr töten.
Ich würde einfach alle Leute töten, die versuchen, meinen Sohn vom Thron zu heben. Because I can. Ich habe auch keine Zeit für sowas wie Schach. Das funktioniert nicht. Es gibt noch keinen Inzest innerhalb der Familie. Nee, nee, nee. Aber mein jüngster Sohn hat noch keine Frau. Da wurde ein wunderschöner Sohn geboren. Hat meine Tochter eine Affäre? Also ich frag für einen Freund. Aber meine Tochter hat keinen Beauty-Perk. Ihr Ehemann hat keinen Beauty-Perk. Sie bringt 3 Söhne zur Welt und einer von denen ist plötzlich wunderschön. Das ist slightly auffällig. Dankeschön, der Fürst, für den verschenkten Sub. Dankeschön. Wenn dein Sohn wüsste, was du alles für ihn tust. Ja. Das sind die Gene der Mutter. Ja, ja, ja. Bestimmt. Kannst die Mutter. Hey. Ich will nicht meine Enkel, ich will meinen Sohn. Da. Sogar mit einer matrilinearen Hochzeit sind die nicht bereit, das zu tun. Ich brauche ein Druckmittel. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Brettspiele. Ich spiele Brett mit erwachsenen Menschen. Kann das eine Generation überspringen? Ich glaube nicht. Ui, jemand möchte meinen Ehemann töten. Krass. So, mein Sohn könnte maßvoll werden, fleißig oder gesellig. Und ich finde gesellig gut. Gesellig, arrogant und hinterlistig finde ich gut. Hat Oma einen Beauty-Pack, das wäre dann okay, auch wenn Mendel noch nicht geboren ist, aber denke, die Biologie kannte den Trick schon. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das Spiel das kennt mit Generation überspringend. Ich habe mit der Spielreihe begonnen, Bierslayer, und mir wird immer wieder gesagt, dass Crusader Kings 3 das leichteste Crusader bis jetzt ist. Also das leichteste Crusader Kings. Das Tutorial spielen und dir fürs Tutorial Zeit lassen, das wäre die Empfehlung, die ich habe. Tatsächlich. Das reicht für gewöhnlich, um das Spiel zu checken. Rieselt mein Greenscreen jetzt? Nee, geil. Ich muss die Belichtung ein bisschen runterstellen. Das war mir einfach zu hell in meinem Gesicht. Das ist so besser. Ist das DLC mit dem Royal Code nun eigentlich empfehlenswert? Habt ihr nicht nur Positives gehört? Ich find's geil. Ich finde tatsächlich alle DLCs bis jetzt sehr cool. Er kann über Generationen vererbt werden. Das ist eine 2% Chance. Dann ist es wohl ein ganz besonderer Enkel. Was sind unsere weiteren Pläne? Was wollen wir an uns reißen und einverleiben? Ich möchte erstmal nur lebendig an meinen Sohn kommen. Tatsächlich. Also, ich möchte einfach nur meinen Sohn. Ich habe innerhalb von einer Generation mich von einer Grafschaft auf das vergrößert. Ich glaube, ich bin zufrieden. Und das auch ohne einen einzigen Krieg geführt zu haben. Das heißt, mein Ziel ist erstmal, dass der, bevor er stirbt, weil dann ist alles für die Katz. Der muss, bevor er stirbt, ein Kind bekommen haben. Sobald er ein Kind hat, ist meine Erbschaftslinie gesichert. Das Problem ist, er ist der einzige von meinen Kindern,
der das Reich erben kann. Weil er der einzige legitimierte Bastard ist, den ich mit meiner Affäre und meinem früheren Lehnsherrn habe. Alle anderen Kinder sind offiziell Kinder meines Ehemanns. Das heißt, der muss ein Kind bekommen, damit meine Erbschaftslinie safe ist. Wenn der stirbt, bevor er ein Kind hat, dann war alles, was wir gemacht haben, umsonst. Hallo Peter, wie ist dein Papa gestorben? Mein Ehemann hat ihn getötet. Aus Rache, weil er herausgefunden hat, dass wir eine Affäre haben. Er hat auch mich gehasst, aber mir hat er verziehen und liebt mich. Und weil er mich so sehr liebt, hat er dann meine Affäre getötet. Mit der ich tatsächlich auch gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt liiert war. Also es war einfach ein blinder Akt der Rache. Dann soll er sich ranhalten. Die ist noch nicht mal 16, seine Frau, seine zukünftige Angetraute. Also das braucht noch ein bisschen. Ja, ich muss halt mal gucken. Ich brauche halt das hier. Wenn ich das hier habe, bin ich reich. Ich weiß, ich habe so viele schäbige Sachen. Oh. Da versucht jemand, mich zu töten. Da versucht jemand, mich zu töten. Die muss weg. Die ist eine Gefahr, die muss weg. Jawohl, Judith wurde erwachsen. Das heißt, wir können da jetzt einmal diese Hochzeit umsetzen. Und damit müsste Judith jetzt Gräfin sein. Ich wollte einmal diese Kopfbedeckung ändern. Oh, meine Hausärztin ist an Gicht gestorben. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, wenn deine Hausärztin an Gicht stirbt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eine... Ich habe das Gefühl, das ist nicht so ein gutes Zeichen. Der Barbier ist auch neu, ja. Der ist jetzt automatisch im Game mit drin, ohne dass du dafür ein DLC brauchst. Eine Mod brauchst. Der ist jetzt automatisch mit drin. So. Und wir sind jetzt bekannt mit unserer Dynastie tatsächlich. Hallo Navanu. Und was sagst du zum DLC? Ich lieb's. Es ist richtig geil. Es ist wirklich, wirklich richtig geil. Die sind beide scheiße. Die sind alle scheiße. Okay, dann versuche ich es tatsächlich mit ihr. Und freund mich auch mal parallel mit ihr an. Keine Chance, dass das klappt. Dann versuche ich von ihr eine Sprache zu lernen stattdessen. Was macht das neue DLC? Man bekommt Events. Man kann sehr viele, sehr coole Events jetzt machen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist sehr teuer. Aber... Das hat funktioniert. Wir haben den nächsten Dude getötet, der eine Fraktion gegen mich starten wollte. Und das ist jetzt der letzte, der noch lebt. Und den kriege ich nicht getötet gerade. Und dann muss ich diese noch töten. So.
Und damit ist der nächste tot. Damit ist aus der Fraktion gegen meinen Lehnsherrn nichts mehr übrig geblieben, weil tatsächlich alle gestorben sind, die auch nur ansatzweise hätten versuchen können, sich dagegen aufzulehnen. So, und dann töten wir meine Erzrivalin an der Stelle noch, weil die versucht, mich zu töten. Und das heißt, das würden wir einmal hier noch versuchen zu unterbinden. Und damit wäre das auch weg. Alle tot, hoppla. Ich meine, schaut euch das an. Es gibt nur noch zwei Anspruchssteller. Soll ich dem bei irgend so einem Kackkrieg helfen? Wollt ihr mich verarschen? Der hat 14 Leute. Was soll ich dort tun? Das schaffst du auch allein. Hallo Expo. Ist auch klar, dass mein zweitältester Sohn das macht. Ah, das ist mein jüngster. Und den wollten wir in Verwaltung ausbilden. Ja, ja, ich kann nachgucken, wie viele Morde ich begangen habe. Ich muss mal einmal das Fenster zumachen. Genau, Mummichtchen, dafür haben wir es umgelegt. Und wir arbeiten daran. Aber ich bin leider in Gierig nicht so gut im Lernen, weil ich einfach ganz wenig Verwaltungspunkte habe im Verhältnis. Das war mehr als ein Stammbaum. Wer ist da gestorben? Ah ja, I see. Ich glaube, ich kann mit dem jetzt auch kein Bündnis mehr aushandeln gerade, weil mein Bruder, also mein Sohn halt mit der Schwester liiert ist. Eventuell breche ich das Bündnis, also die Verlöbnis, die potenzielle, weil ich es tatsächlich ein bisschen schwierig finde, dass die unzüchtig war und schon ein Kind hat. Das finde ich nicht gut. Ich suche ihm eine andere. Ich suche ihm eine Treue. Da gibt es jetzt einige mit krassen Stats an der Stelle. Da könnte ich eine mit einem vererblichen Trade mitgeben. Vor allem, die wäre zumindest aus einem Haus. Das wäre gar nicht so scheiße. Die, die in die Familie einhalten, dürfen sowas nicht, nur die eigenen Familienmitglieder. Frauen dürfen sowas vor allem nicht. Dass die sie den auch einfach nicht möchte. Das ist so deprimierend. Gibt's irgendwo anders eine Tochter, irgendeine wertvolle, wichtige Tochter, die man sich noch irgendwo holen könnte? Zum Beispiel die Prinzessin Berthe von Frankreich. Die haben noch keine Kinder miteinander. Guck mal. Prinzessin Berthe von Frankreich, das wäre doch was.
für meinen älteren Unverheirateten. Wir räumen den einmal aus dem Weg, den Dude, und dann wird die Prinzessin von Frankreich. Prinz von Frankreich. Dann ist das auch eine anständige Familie. You know? Nicht so ein... Was weiß ich was. Wir werden so reich mit goldenen Pflichten, einfach fantastisch werden, unendlich reich werden. Wie findest du die einzelnen Erweiterungen bis jetzt? Ich finde, die neue Erweiterung, die jetzt rausgekommen ist, ist tatsächlich meiner Meinung nach mit eines der besten DLCs, die sie rausgebracht haben. Ich war ein bisschen unsicher am Anfang, aber es ist übel geil. Es ist wirklich, wirklich, wirklich übel geil. Eine Zunft von Steinmetzen hat sich in Corona niedergelassen. Motivierte Handwerker in meinem persönlichen Dienst zu haben, könnte die Region erblühen lassen. Ich werde eine Vereinbarung mit dem Zunftmeister der Steinmetze treffen. Let's try. Schauen wir mal, was da rauskommt. Es geht safe schief. Ich habe ja sowas immer Pech. Okay, ich habe halt keine gute Armee, aber ich versuche ja mal zu helfen, weil mein Sohn verliert hier actually gerade einen Krieg und ich verstehe noch nicht genau, wie ihm das gelingt, diesen Krieg zu verlieren. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein anderer Krieg. Ich glaube, er verliert den Krieg da unten, weil er nicht genug Armee hat, um das einzunehmen. Ich hätte mir ja noch Krönungen als Aktivität gewünscht wie in Crusader Kings 2. Krönungen haben sie nicht drin, ne? Ach, der Komplott ist aufgefallen. Aufgeflogen. Dann brauche ich potenziell jemanden anderen. Ich glaube, ich verliere diese Schlacht. Obwohl mir vorhergesagt wurde, dass ich das gewinne. Obwohl mir gesagt wurde, dass ich das gewinne, habe ich das verloren. Das ist krass. Hallo, hit me, baby. Jawohl, ich bin meine Erzfeindin losgeworden. Das ist auch die, die versucht hat, mich die ganze Zeit zu töten. Die ist jetzt weg. Ey, wie kann es sein, dass ich das verloren habe? Crazy. Ich habe halt keine nützliche Armee. Also wirklich gar keine nützliche Armee. Meine Armee ist quasi nicht zu gebrauchen. Ich habe andere Vorzüge. It's okay to write in English, yes, yes. Aber ich hab, also... Komisch. Okay, Sohnemann, wie alt ist denn deine Verlobte? 15! Leute, sie ist 15. Soon it will be. Wir brauchen Geld. Was brauche ich denn so lange, damit diesen einen Perk freizuschalten? Was eine Scheiße. Ich habe auch actually ziemlich starke Ritter. Ich habe nur keine starke Armee. Ich habe halt nix an Dings. Verlobte können in einer Prachthochzeit heiraten. Ihr habt 4 Jahre, um euer Versprechen zu erfüllen. 4 Jahre habe ich. Okay, dann können wir noch ein bisschen warten. Thank you for the sub. That's very nice. Thank you. Thank you, thank you. This is very nice.
Gleich hast du den Perk. Welchen Perk? Achso, den da unten, ja, ja. Sobald ich den habe, planen wir Hochzeit. Sobald ich den habe. So, und jetzt müsste eigentlich das auch belagert werden können. Ist halt so knapp, ne? Mit der Belagerung hier. Dankeschön, Xentao. Das ist sehr nett. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, mein Bishop ist gestorben im Alter von 80 Jahren. Und ich habe jetzt einen neuen Bishop. Und der ist scheiße. Nein, ich versuche gerade nicht, meinen Bishop zu töten. Spielen, spielen, spielen und ausprobieren, Kaioken. Und das Ingame-Tutorial spielen. Und immer wieder an der gleichen Stelle starten und neu versuchen. Ich starte an und sehe Mord. Killing Priest, who quality content. Like, it's not like he is the first one. Das war ich nicht. Jetzt braucht mein Sohn wieder einen neuen Vormund. Nicht viel, Jonas. Wir haben gerade erst gestartet. Exkommunition incoming. Quatsch. Aber ich brauche diesen Perk. Ich bin so ein bisschen nervös, weil mir die Zeit wegrennt. Und ich will, dass mein Sohn endlich heiratet und Kinder bekommt. Das soll er tun. Ich würde mit was anfangen, wo ich persönlich zum Beispiel, LOL! Mein Sohn hat mich aus dem Rad geschmissen. Für Graf Digo. Mein Sohn hat mich als Ratsspitzel rausgeworfen. Ich mit 25 Ränkespiel für Graf Digo. Vielleicht wird es doch eine blutige Hochzeit. Undankbarer Bastard. Wenn der wüsste, was ich alles getan habe für ihn. Dieser Thron ist mein Thron, nicht seiner. So, wie hole ich mir jetzt aus den ganzen Leuten hier Geld? Ich muss aus, wie war das? Ich muss aus Druckmitteln oder aus Geheimnissen Geld machen? Ich muss erst ein Druckmittel haben und mache aus dem Druckmittel dann Geld. Ne? Also, Druckmittel in eurer Hand, genau. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, okay, das sind alle meine Kinder, da würde ich die Druckmittel nicht nutzen, aber bei dem zum Beispiel. Und da kann ich jetzt... Nee, wie ging das? Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Erpressen. Ihr habt ein starkes Druck... Ihr habt ein starkes... Ein von euch entdeckt das Geheimnis, einsetzen, um Druckmittel zu erhalten. Hab ich doch. Oder muss ich das Erpressen hier machen? Da, den kann ich jetzt erpressen. So, und jetzt habe ich das bekommen... Und jetzt müsste ich ja eigentlich dafür irgendwie Geld bekommen dürfen. Zahlungsforderung. Guido hat nicht genug Geld. Guido hat nicht genug Geld. Die haben alle kein Geld. Ich dachte, ich werde reich. Ich brauche Geld. Ich muss eine Hochzeit finanzieren.
Das sind alles arme Schlucker. Da, Gold. Gold. Ich brauche so viel mehr Gold. Das reicht nicht. Ich muss eine richtig teure Hochzeit feiern. Ich brauche bestimmt 400 Gold dafür. Die hat auch kein Geld. Der Papst hat bestimmt Geld, oder? Ja. Der mag mich nicht. Dann fingieren wir Druckmittel gegen ihn und erzwingen ihn. Erzwingen das Geld. So. Und dann wollen wir eine Prachthochzeit planen. Prachthochzeit, Bluthochzeit. Oh, ich müsste fähige Fälscherin sein für eine Bluthochzeit. Ich brauche den Vorzug erst dafür. Eine Hochzeit soll eine prächtige Feier der Vereinigung zweier Ehepartner, aber auch zweier Familien sein. Okay, eine Prachthochzeit. Wir wollen einen Ort auswählen. Ich muss natürlich in meinem Gebiet heiraten hier, weil es gibt ja nicht anders. Ich muss dafür auch nirgendwo hinreisen. Mein Ziel ist... Wieso gibt es kein gültiges Ziel? Ich möchte einen Partner für meinen Sohn finden. Also für meinen anderen. Das ist ja scheiße. Ich will niemand mehr im Dingsen Erholung, passt schon. So, dann haben wir hohes Gefahrenrisiko, 0 Orte, 15 Sicherheit. Wir wollen Troubadore und exotische Unholde. Wir wollen gewaltiges Gelage. Und wir wollen auch Silber und Gold. Das können wir uns dann aber nicht leisten. Das heißt, wir haben Girlanden und Fackeln. Ich habe nicht genug Geld. Es geht wahrscheinlich nur für mich selber, ja. Das wird so teuer werden. Das wird so teuer werden. Ich habe gerade so viel Geld rausgeknallt. Dafür bin ich jetzt eine eifrige Frohnatur. Wir sind nicht so teuer, wie die Hochzeit war. Du wirst bald die verhassteste Gräfin in ganz Spanien. Was heißt denn bald? Bin ich doch schon. Ey, das ist, der verliert einfach den Krieg, weil seine Armee so scheiße ist und er sich entschieden hat, da trotzdem Krieg führen zu wollen. So, wo ist denn jetzt meine Hochzeit? Sechs Monate, bis es beginnt. Gästeliste 43. Unterwegs in Louisiana. Oh, die muss ja erst anreisen. Was mache ich, wenn die jetzt verloren geht? Was mache ich, wenn die stirbt? Dann habe ich 300 Gold für eine Hochzeit ausgegeben und keine Braut. Um...
Ja, wird schon gut gehen. Hoffe ich. Das ist mein Weg. Ja, immerhin muss sie danach nicht mehr zurückreisen. Weil hier ist der Hauptsitz von meinem Sohn. Das heißt, sie muss quasi danach nur bis hier hinkommen wieder. Das geht ja dann tatsächlich. Aber wenn die jetzt stirbt, habe ich einen Anfall. Ihr könnt Zahlungen verlangen. Ja. Von meinem Sohn hier gleich eine Zahlung verlangt. Because I can. Oh, und ich kann von meinem Ehemann auch Geld verlangen. So, wo ist sie jetzt? In Frankreich. Ey, ich hoffe, die überlebt das. Wie lange die auch reisen muss dafür. Dann nimmst du eine Schwester oder so. Da gibt es keine Schwester. Da gibt es keine Schwester, leider. Ich hätte halt gerne für die, hätte ich jetzt gerne meinen Sohn. To be fair, sie kommt auch aus dem hintersten Österreich. Hallo? Aus dem hintersten? Are you kidding me? Sie ist letzte ihrer Linie. Yes. Also, ja, sie ist sogar komplett letzte ihrer Linie. Das ist actually die Dynastie Äthiochnien, beziehungsweise die Habsburger. Und also ein Teil der Habsburger. Und die ist einfach die letzte, die noch da ist. So, wenn mein Kacksohn jetzt eine eigene Frau sich sucht, dann haben wir ein Problem. Dann suche ich ihm lieber selber eine. Und wenn ich ihm nur eine suche, die ordentliche Stats hat. Und die sonst nichts kann. Aber sie muss schon aus einem noblen Haus kommen. Also sie kann nicht von irgendwo kommen. Sie muss schon aus einem anständigen Haus kommen. Haus Oxbanner, kann das was? Nee. Er kann halt nicht irgendeine dahergelaufene heiraten. Die sind halt alle nicht nobel. Boah, nee. So eine eigene Dynastiebegründerin brauchen wir auch nicht. Alles eine Katastrophe, ne? Das ist ein Bastard. Das ist ein Bastard. Das hatte ich gerade schon offen, ne? Schwierig. Ja, schwierig. Du wohnst Nordwestzipfel Iberiens. Jeder muss davon irgendwoher dahergelaufen kommen. Psst. So kann man halt auch als Brutmutter nicht arbeiten. Nee, kann man auch nicht. Kann man auch nicht. Okay, wenn wir einmal das hier auf Standard zurücksetzen und dann auf Prestige zu Wachs gehen. Wer bist du? Aus welchem Hause? Kann alles nichts. Dein Problem ist halt, dass du zu viele Bündnisse hast. Nein, das ist kein Problem.
Ich kann Leute dazu zwingen, Hochzeiten anzunehmen. Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette, Leute. Ich bin gleich wieder da. Ich kann Menschen zu allem zwingen, was ich möchte in diesem Spiel. So, ich bin wieder da, sorry. Oh nein, 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 nein. Fahr nicht hoch. Runter. Boah, ich komme jedes Mal hier an. Das ist Katastrophe. Ah. Dankeschön, Daniel, für den verschenkten Sub und Turtle Squad für die 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, das ist sehr, sehr nett. Dankeschön und guten Abend. Hier ist einfach die spanische Cersei. Hallo Angie und hallo Pet. So. Einmal meinen Priester entfernen. Jawohl. Dann sollte ich jetzt einen neuen bekommen. Der kann was. Das ist besser. Mit dem können wir uns actually befreunden. Der hat keinen Bock, sich mit mir anzufreunden. Dann beeinflussen wir ihn erstmal nur. Das muss für den Anfang reichen. Es gibt dafür sogar einen Command-Dial. Es gibt dafür sogar einen Command, weil die Frage so oft im Raum steht. Okay. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen erstmal nur diese Hochzeit hinter uns bringen. In 2 Tagen beginnt's. Das Brautpaar König Cyrus und Gräfin Reginlind ist hier und beide sehen in ihren edelsten Gewändern einfach fantastisch aus. Auf mein Signal hin nehmen alle ihre Positionen ein und die Zeremonie beginnt. Mein Sohn ist besoffen. Warte, wer hat sich da geprügelt? An der Hochzeit prügeln sich Leute. What is happening? Endlich ist der Tag gekommen. Ich könnte nicht stolzer sein, dass mein Kind Cyrus nun ein stattlicher Bräutigam ist. Wie die Person, die neben mir steht, unfreiwillig entdeckt hat. Seht ihn euch an. Er strahlt ja förmlich. Und noch dazu solch eine gute Partie. Es ist einfach alles perfekt. Uta lächelt nur höflich. Seid ihr nicht neidisch? Ich bin stolz, damit bekomme ich Bekanntheit. Dankeschön, Baron, für den Prime-Sub und willkommen bei den Eumeln. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Es ist großartig. Vor allem hat sie den wunderschönen Perk. Ich habe sie natürlich nicht nur deswegen ausgesucht. Oh lol, die hat sich bei der Hochzeit geprügelt und ist dadurch jetzt gestorben. Wie hart ist das denn? Wir haben keine Bluthochzeit und trotzdem sterben Menschen. Uta ist tatsächlich mein Radspitzel. Mit der sollte ich mich nicht anlegen. Ich genieße stolz die Zeremonie, alles ist bis jetzt gut verlaufen. Und gerade als ich darüber nachdenke, weiß ich, dass ich es jetzt verschrien habe. Gräfin Reginald fängt während des Ehegelübdes plötzlich zu stammeln an und spricht den Namen ihres Ehepartners schrecklich falsch aus. Die kann, die Arme, die ist einfach 17 Jahre alt. Ihre ganze Familie ist gestorben. Ich habe ihre Mutter dazu gezwungen, dass sie meinen Sohn heiratet, beziehungsweise meinen Sohn versprochen wird. Da war sie irgendwie 4 oder so. Und jetzt ist sie allein in einem fremden Land. Ihre halbe Family ist dead. Ihr Dad existiert noch, aber ist halt irgendwer. Und dann spricht sie bei ihrer Hochzeit mit ihrem Verlobten, dem König von fucking Galizien, der leider auch nebenbei 11 Jahre älter ist, als sie einfach seinen Namen falsch aus. Oh mein Gott. Ist einfach worst day ever. Es ist einfach, und er ist besoffen. Scheiße, ey.
Hallo, YOLO, I'm solo. Dabei hatte sie 12 Jahre zum Üben. Oh Gott. Oh Gott, now it's getting hard. Was soll ich dir sagen, Kegom? Die Zeremonie hat endlich ihren Höhepunkt erreicht. Die traditionellen Rituale sind abgeschlossen und das Einzige, was nur noch fehlt, ist das Gelübde, das die Ehe besiegelt. Nachdem sowohl König Cyrus und Gräfin Rigild ihr Jawort gegeben haben, beginnen die Gäste zu jubeln und wir alle werden Zeugen des Anfangs ihrer gemeinsamen Zukunft. Aufregend. Jetzt haben sie geheiratet. Großartig. Da nun alle Formalitäten erledigt sind, ist es endlich Zeit zum Feiern. Ich gebe der Dienerschaft das Zeichen, Speis und Trank hereinzubringen und die Gäste zum Bankettsaal zu begleiten. Möge das Festmahl beginnen. Wir haben Dynastievermächtnis freigeschalten mit der Hochzeit. Eine regelrechte Parade verschiedener Theatertruppen, tanzender Musiker und exotischer Scharlatane füllt den Saal und unterhält die zahlreich erschienenen Gäste. Emir Yahya und Bürgermeister Aurelio, die neben mir sitzen, tun ihre Meinung kund. Aber natürlich könnt ihr spielen, während ihr in der Luft schwebt, ihr Feigling, feigst Yahya einem Musiker zu. Ohne ein kleines Wagnis ist die Sache doch langweilig. Gut, aber viel zu protzig, jammert Aurelio. Es könnte ein bisschen mehr Raum für anregende Gespräche geben. Hat er sich beschwert, dass die Hochzeit zu teuer gestaltet ist? Hat er sich allen Ernstes beschwert, dass wir zu viel Geld gerade ausgegeben haben? Ich kriege einen Anfall. Ich habe Baguette statt Bankett gesagt, ne? Kopf ab. Ja, vor allem so ein Fuppelbürgermeister. Ja, ja, so sehe ich auch so. Wir konzentrieren uns auf die eigentliche Veranstaltung und scheißen darauf, was die zwei labern. Ich bin jetzt tatsächlich illuster durch die geile Hochzeit, die ich geplant habe. Nini hat sich beschwert, dass es zu viel ist und er gerne reden möchte. Nee, ich möchte unbedingt mich mit Gräfin Rigild anfreunden und nicht mit Uta, weil das meine Schwiegertochter ist. Und das sollte mein Fokus sein. Meine Schwiegertochter sollte mich mögen. Es ist ihre Aufgabe, dass sie ganz viele Kinder für meine Dynastie macht. Also möchte ich sie motivieren. Xuana sinniert mein Lehnsherr König Cyrus. Ich habe euch immer schon gemocht. Ihr tut alles für mich und euer Ruhm schmückt Galizien wie das Laub die Zweige eines alten Baumes. Ach, mein Sohn. Mein Sohn hat anerkannt, dass ich alles für ihn getan habe. Wenn er nur wüsste, dass ich auch 30 Leute für ihn getötet habe. Das weiß er nämlich nicht. Ich nicke höflich und nehme an, dass der Mann sich wohl von der Stimmung der Feierlichkeiten hat mitreißen lassen. Er schwadroniert weiter. Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Ihr tut gern alles, um mir zu gefallen, und ich werde gern mit euch in Verbindung gebracht. Wie wäre es also, wenn ihr bei euren zahlreichen Verehrern ein gutes Wort für mich einlegt und ich im Gegenzug verlautbaren lasse, dass euch mein besonderes Interesse gilt? Dann bekomme ich ein starkes Druckmittel gegen ihn. Und er bekommt Prestige und mag mich mehr. Er mehr steht auf dich. Das ist nicht ungewöhnlich, dass meine Söhne auf mich stehen. In dem Spiel. Baggert er dich an? Ja.
Bei jedem Festmann gibt es mindestens einen Trottel von niederer Geburt, der ständig die Anwesenden in Gespräche verwickelt und einfach nicht still sein kann. Dieses Mal ist es Salvador und er ist völlig von sich selbst eingenommen. Unser Gespräch ist gepickt mit Heuchelei, undurchdachten Einfällen und purer Idiotie, doch der Mann scheint davon überzeugt zu sein, dass er eine Art Genie ist. Ich möchte schreien. Das ist sehr interessant, damit könnte ich mein Ränkespiel erhöhen. Ich habe mein Ränkespiel gerade erhöht. Crazy. Das ist. Diese Veranstaltungen sind mega geil. Es gibt eine Hochzeitsnacht, während die Gäste weiterfeiern. Das heißt, wir hören quasi zu, wie sie bumsen. Der Festsaal ist ein Meer von Farben, Düften und einzigartigen Anblicken. Nur die allerseltensten Stoffe und Blumen fehlen. Velasco und Graf Payo, die neben mir sitzen, tun ihre Meinung kund. Vielleicht etwas viel wahllos zusammengewürfelter Tand, sinniert Velasco. Doch genau das gefällt mir. Vielfalt ist bei solchen Anlässen immer wichtig. Die Ausstattung gefällt mir zwar ganz gut, schnaubt Payo, doch sie würde mir noch besser gefallen, wenn es mehr davon gäbe. Wow. Mischt euch nicht ein, wir pushen meinen Prestige. Die gucken sogar zu. Ich gucke auf jeden Fall zu. Wenn die heute nicht schwanger wird, dann hat die ein Problem mit mir. Die ist schon 17. Durch ihre lange Anreisezeit aus fucking Österreich und weil sie nicht mit 15 losgefahren ist, haben wir ein wertvolles Jahr verloren. Und es liegt definitiv an ihr und nicht daran, dass ich nicht genug Geld hatte. Oh Gott, jetzt will der mir noch einen Eid geben. Oh, das ist der gleiche Eid nochmal. Den gleichen Eid nochmal wollen wir nicht. Das war, glaube ich, ein Bug. Dankeschön, Navigator, für 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Wie war es mit dem Recht der ersten Nacht? Mit der DB wäre die Arme auch nicht schneller gewesen. Das ist wahr. Das ist wahr. Ich muss mir in der Zwischenzeit auch überlegen, was ich für ein Vermächtnis möchte. Oh, ich glaube, wir haben einen Bug, Leute. Wir haben einen Bug. Dieses Event kommt jetzt konstant. Aber das Event geht weiter, immerhin. Sehen, schmecken, tasten, riechen, ja sogar hören. Keine der menschlichen Sinne bleibt von der Opulenz und der Erhabenheit des Essens unberührt. Den Gästen bietet sich eine traumhafte Verschmelzung von Kunst und Küche. Herzogin Elvira und Bürgermeister Aurelio, die neben mir sitzen, tun ihre Meinung kund. Noch ein Gang, meinte Elvira voller Freude. Bei den heilenden Mächten Jesus. Das Festmahl hört einfach nicht auf, welch ein Genuss. Meine Güte, ist das wuselig. Klagt Aurelio, ich komme kaum dazu, ihr das Gericht zu kosten. Ich würde ein langsameres Tempo bevorzugen. Also Elvira ist mir tatsächlich wesentlich wichtiger. Als irgend so ein Dude. Auch wenn der andere Dude mich nicht mag. Aurelio ist wirklich nur am Meckern. Aurelio sollten wir ausladen. Oder töten. Die Gäste scheinen alle zufrieden und außerdem recht müde zu sein. Doch das Fest ist noch nicht vorbei. Ich stelle rasch eine feierliche Prozession auf die Beine, die die frisch Vermählten zu ihrem Schlafgemach begleitet. Während sie ungestört weiterfeiern, wollen wir uns noch mal einschenken. Die bumsen jetzt. Die Dinger kosten unfassbar viel Geld, aber machen so viel Prestige. Das ist richtig krass. Die bumsen ganze 30 Tage lang. Ja. Ach geil, meine Ärztin hat Ungezüchtige bekommen.
ich habe den Dude entfernt, weil er ein betrunkenes Ärgernis war. Und jetzt ist er mein Rivale. Warum habe ich konstant Rivalen? So. Die frisch Vermählten haben sich zurückgezogen und wurden von ihren Familien zum Schlafgemacht geführt, wo sie ihre Ehe vollziehen sollen. Der Rest von uns kehrt in die Banketthalle zurück, um ausgelassen zu feiern. Die Zeremonie ist vollendet, die Schwüre sind gesprochen und ich werde überwältigt von Sorge und Hoffnung für das glückliche Paar angesichts der bevorstehenden Prüfungen des Daseins als Partner und Eltern. Den Rest des Abends kann ich verbringen, wie es mir gefällt. Heute Abend muss ich mich um die Armen von Aquana kümmern. Nee. Ich wollte eigentlich mit Uraka sprechen. Who the fuck is Uraka? Wollen wir doch mal sehen, was die Diener schafft, ah? Endlich Ruhe in diesem heiligen Ort. Oh, lass uns mal für Ruhe pushen. Weil ich kriege hier ein bisschen mehr Gläubigkeitspunkte. Und Gläubigkeitspunkte sind, glaube ich, gar nicht so scheiße, damit ich nicht mehr sündig bin. Ist die Euchzeit auf der Karte sichtbar? Ja. Aber nur so quasi. Ist nicht wie ein Turnier mit einer kompletten Karte, sondern nur dieses Fenster, mit dem gearbeitet wird. Nachdem der letzte Gast endlich den Saal verlassen hat, ja, ich bin nicht mehr pflichtschuldig, aber ich brauche auf jeden Fall, nicht mehr sündig, aber ich brauche auf jeden Fall gläubig, damit ich dann, wenn ich Scheiße baue, auf pflichtschuldig falle und nicht sündig. Nachdem der letzte Gast endlich den Saal verlassen hat, sehe ich mich um. Essensreste lachen von Wurzwein auf dem Boden, der Nachhall von Gelächter, der noch in der Luft liegt. Ich bin zufrieden. Was für ein wunderbarer Tag und ich habe ihn ausgerichtet. König Cyrus und Gräfin Reginald haben geheiratet. Ihr habt 1200 Prestige erhalten. Ihr habt huldvoller Gastgeber erhalten. Das Ball hat das monatliche Prestige und die Bekanntheit für 20 Jahre. Ihr habt 15 Gold erhalten. Jeder Gast hat 30 Meinungen von mir gewonnen. Holy shit. Gräfin Xoana hat da, das haben wir jeder Gast. König Cyrus hat 800 Prestige bekommen. Und auch ihn mögen sie jetzt um 25. Das ist so strong, wenn du quasi deinem Kind ein Reich übergeben möchtest und dafür sorgen möchtest, dass die ganzen Leute dich nicht hassen, wenn du quasi ein junger Herrscher bist. Du musst eigentlich die Übergaben machen. Schade, dass es keine Krönungen gibt. Aber stattdessen eine feierliche Prachthochzeit. Das ballert halt auch mega hoch. Auch ihr Prestige wurde mega hoch geballert und auch sie mögen die Leute jetzt mehr. Und die Bekanntheit hat es auch. Also es ist crazy. Das ist scheiße teuer, aber es rentiert sich richtig. So. Und dann könnten wir hier... Ich habe 317 Gold ausgegeben, aber ich habe schon den Perk, der die Hochzeiten nur 50% kosten lässt. Das heißt, wenn ich den Perk nicht hätte, wären es 640 oder sowas um den Dreh gewesen. Also es ist sehr, sehr teuer tatsächlich. Zu wandern auf heiligen Pfaden. Pilger-Eigenschaftserfahrung, Zuwachs plus 50%. Reisende-Eigenschaftserfahrung, Zuwachs plus 50%. Pilgerreisen sind 50% günstiger. Ihr erhaltet 2 Bildung pro einzigartige heilige Stätte eures Glaubens, die ihr besucht. Das ist richtig krass. Im Schatten der Furcht gewährt die Gunst, was des Fürsten ist. Eifrige Frohnatur, Eigenschaftserfahrung, Zuwachs, Jägereigenschaftserfahrung, Zuwachs. Die Entscheidung, Ritter einladen, hat während eines Prachtturniers keine Kosten und sorgt für Charaktere mit hohem Kampfgeschick. Die erste Prachtaktivität eines Hausoberhaupts hat keine Kosten. Es hat ein Maximum von 10, Samoa, aber 10 extra Bildung ist schon strong genug. Das ist alles crazy.
innerer Zirkel ist auch mega strong. Dann kann ich meine eigene Familie einfach in meine Ämter ballern und es kostet mich kein Geld. Das finde ich richtig cool. Damit kann ich meine ganze Family zuknallen. Ich glaube, das machen wir. Wir bauen uns quasi ein komplettes... Ich baue mir einen kompletten Rat aus eigenen Kindern. Ich habe ja dann eh unfassbar viele Kids. Mein Sohn hat eine ganz schlechte Eignung dafür, mein Leibwächter zu sein. Auch mein Seneschall. Doch, doch, für Seneschall ist er gar nicht ganz scheiße. Dann werde ich den mal als Seneschall einsetzen und es kostet mich kein Geld, weil es mein Sohn ist. Hat er mal einen ordentlichen Job hier. So. Und die Sache ist ja, ich müsste doch jetzt eigentlich hier eine Frau für ihn finden können. Die sind alle aus irgendwelchen weirden Häusern. Elinor de Perigord. Das ist ein Bastard. Das ist auch ein Bastard. Ich kann meinen Sohn doch keinen Bastard heiraten lassen. Und die sind auch so alt. Die sind alle so alt. Was ist das? Auch keine laufenden Kosten. Yes, yes, Marikel. Hauptsache, der Junge ist von der Straße weg. Nee. Die sind halt alle... Was ist das? Es ist halt furchtbar. Die wäre zumindest wunderschön, also hübsch zumindest, aber die ist halt von einer niederen Geburt. Ich kann dem doch keine Frau von einer niederen Geburt geben. Und die kommt halt aus irgend so einem Haus, von hinter irgendwo. Das geht halt nicht. Ich krieg den nicht untergebracht. Ich hätte halt für den gern Juliana. Aber die kriege ich halt, glaube ich, einfach nicht dahin motiviert. Ich brauche gegen die ein Druckmittel. Aber ich glaube, das wird sie trotzdem nicht machen. Die hat zumindest einen anständigen Stand, so. Was ist mit dem Girl aus Schottland? Prinzessin Kenti Gerna aus Schottland. Zu weit weg! Zu weit weg! Prinzessin aus Ungarn. Zu weit weg. Die ist verlobt.
Was gibt's denn noch für Königreiche sonst? Das ist der Papst, das hat niemand gegründet, das hat niemand gegründet, Bayern hat niemand gegründet. Böhmen. Das ist eine 14-Jährige, verlobt mit König Gottfried, der ist 61, die retten wir. Den kriege ich nicht getötet. Ja gut, ist König Gottfried. Das ist mir zu viel Aufwand. Prinzessin Rishara von Lothringen. Was ist mit der? Zu weit weg. Prinzessin, das ist ein Bastard. Die ist zu alt. Ich hätte Töchter gebraucht. Ich hätte Töchter gebraucht. Ich habe zu viele Söhne. Es gibt nicht genügend wichtige Häuser. Das sind alles Bastarde da hinten. Was macht ihr denn alle so viele Bastarde? Und der Haupterbe hat eine Frau und doch kein Kind geschafft. Hat der Haupterbe schon ein Kind? Nee, der ist nur verlobt und der ist 17. Ey, das ist eine Farce. Das ist eine Farce. Kind. Da! Haupterbin vom kleinen Königreich von Kent. Ein Jahr alt. Das machen wir. So. Und der hat noch ein paar Jahre Zeit. Oh, die hat schon ein Kind zur Welt gebracht. Wie schnell ging das denn? Crazy. Graf Pajo, der Kraftlose. Das klingt ja furchtbar. Okay. Ja, sind wir losgeworden. Ich habe ein schwaches Druckmittel für den Papst bekommen. Und will jetzt von dem Geld. Er findet mich maximal scheiße, aber er ist auch 63, so lange wird er nicht leben. So, in 6 Jahren kann ich die erpressen. Und das bedeutet für mich im Umkehrschluss auch, in 6 Jahren versuche ich meinen kleinsten Sohn nach Essex zu setzen. Das wäre auch noch passend. Dann hätte ich alle meine Kinder quasi wegbekommen. Der Bürgermeister Xi ist ein Perverser. Das bedeutet, ich krieg hier gleich Geld. Ich werde so reich werden. Du kannst doch wieder Pipsin werden, Pia. Ich glaube, das wird mit 51 nicht mehr.
Das wird mit 51 nicht mehr. Aber ich habe quasi alle, bis auf meinen jüngsten Sohn, habe ich jetzt anständig unter die Haube bekommen. Ich bin sehr zufrieden. Prinzessin Philippa, Herzog Estefania, König Cyrus, Graf Pajo, Gräfin Judith. Das ist echt, also dafür, dass ich 7 Kinder habe, ist das echt anständig gelöst. Und die ist auch Haupterbin aus dem Reich hier, Kleinkönigreich von Kent. Und der Dude ist 71 und seine Frau ist 48. Das bedeutet, dieses kleine Kind, das einzige, das hier überlebt hat, wird meinen Sohn heiraten in einer ganz normalen Ehe. Das heißt, das Kind von meinem Sohn, das in meine Dynastie hineingeboren wird, erbt dann von der Mutter das Kleinkönigreich von Kent. Das heißt, auch diese Erbschaftslinie ist ein voller Erfolg. Ich müsste jetzt auf jeden Fall noch 16 Jahre leben, um die Hochzeit zu überwachen, ja. Und was ich jetzt halt noch brauche, ist, ich muss für meinen Jüngsten noch wen finden. Und für meinen Jüngsten hätte ich halt gern die Kleinkönigin Juliana, die aus Essex ist. Sofern das Kind lang genug lebt, ja. Das kann ich aber nicht beeinflussen. So, wir machen hier noch ein Dings quasi für Geld mit rein. Und danach wechseln wir auf Bildung für Gesundheit-Traits. Helikoptermutter im Mittelalter. Alter, ich bin mehr als eine Helikoptermutter. Sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Sehr gut. Was mich daran erinnert, dass ich auf jeden Fall gegen sie auch Druckmittel brauche, damit ich sie dazu zwingen kann, dass mein Enkelkind an den Hof zu geben, damit ich mich um die Ausbildung meines Enkelkindes kümmern kann. Weil das werden wir nicht in Österreich lassen. Ich meine, die ist da drüben, die ist gerade auf dem Weg zurück ins Aargau, weil die dort Gräfin ist. Obwohl mein Sohn hier ist. Das heißt, sie haben geheiratet, haben gebumst und jetzt geht sie zurück nach Österreich, während er in Galizien sitzt. Das ist eine Katastrophe. Aber es ist egal, wenn sie mir einen guten Erben schenkt, dann ist meine Dynastie hier besiegelt und dann hole ich mir dieses kleine Enkelkind auf jeden Fall nach Galizien zu seiner Oma, da wo es hingehört. Und ich finde es auch nicht okay, dass sie da Schwangere durch die Gegend reist. Aber kümmere mich darum, dass dieses Kind in guten Händen aufwächst. Helikoptermutter vom Typ Apache Kampfhubschrauber. Ja. Was mich daran erinnert, dass es hier immer noch einen Anspruchssteller gibt, der sterben muss. Kann ich in 3 Jahren nochmal probieren? Und das kann ich in 5 Jahren nochmal probieren. Dann gibt es keine Anspruchssteller mehr für den Titel von meinem Sohn. Aber ich meine, ich habe alle anderen, die sich aufgelehnt haben und die versucht haben, Petitionen gegen ihn zu starten, habe ich getötet. Das ist der letzte, der noch übrig ist von irgendwie 6 Dudes. Wir haben mich darum gekümmert. Hallo Gefährte. Ein wunderschön. Gibt's schon eine Todesliste in Excel? Nein. Nein, das wäre ja... Nein. Sieben Monate.
wenn das Kind da ist, kannst du ja die Mutter killen, um das Erbe zu sichern. Nee, das bringt ja gar nichts. Oh Gott. Wo wollte ich gerade hin? Warum bin ich hierher gekommen? Ich könnte schwören, ich... Stimmt. Ich war auf der Suche nach einem, nach einer, nach irgendwas. War es dringend? Ich sollte mich wieder bei irgendjemandem melden. Zügig. Nächste Woche? Ja, ich glaube schon. Aha, da ist es. Das hatte ich gewollt. Ich brauche es, um... Oh Gott. Oh nein. Leute, das ist nicht gut. Wisst ihr, was dagegen hilft? Ins Freudenhaus gehen. Demenz wäre jetzt nicht so gut. Da sind leider so viele Bugs momentan drinnen. Das ist super, super unangenehm. Dass das so flickert, das müssen sie unbedingt noch fixen. Das ist leider seitdem jetzt in dem Beta-Ding ganz stark hier drin. Meine Agenten haben Kontakte zu Peter hergestellt, in dem Dienstboten am Hof von Gräfin Regent. Mit dem richtigen Anreiz wäre diese Person bereit, Gerüchte über Gräfin Regent zu verbreiten. Nee, wollen wir nicht. Ich brauche auch tatsächlich gar keine Druckmittel mehr von der. Weil mein Sohn entscheidet, wo das Kind hingeht. Und damit habe ich das Kind schon bei mir. Aldara Syruses von Galizien ist bereits hier. In meiner sicheren Obhut. Aber wir brauchen Eslonza. Für den Mord. An die heitere Xuana. Ich schlage ein Verlöbnis vor, dass meine Schwester Leonora Diovido und euren Sohn Xuan Leonereine eingehen soll. Who the fuck bist du? Nein. Hä? Nein. Das ist völlig uninteressant für mich. Mein Ratspitzel hat mir besorgniserregende Neuigkeiten zu mir gekommen. Bitte, Tochter und Erbin von Graf Reinbert von der Schmiede Dränke, das Opfer mein Suffragienbischof. Ja gut, das ist mir egal. Das ist nicht meine Familie, das ist nicht mein Problem. So, die ist schon 11, die Kleine. Die ist schon 11. Lass dir ein Artefakt schenken. Lol, das will sie nicht annehmen. Aber ich kann ihr ein Geschenk schicken. Und damit kriegt sie 50 Meinung von mir. Auch wenn es sehr viel Geld war. Und dann versuchen wir das. Ich versuche das jetzt konstant weiter. Ich will, dass sie meinen Sohn heiratet. Nee, nicht mein Onkel, mein Enkel. Mein Sohn. Da kriegen wir sie noch hin. Ein bisschen einschmeicheln und neben dem Einschmeicheln dann noch ein bisschen zwingen. Und dann wird das schon. Ja, das war gerade ein Heiratsangebot von der KI. So. Du musst doch einen Sohn gebären, Regin. Regin Lind, du musst doch einen Sohn gebären. So, und jetzt können wir hier...
Den kriegen wir noch nicht so. So, das einmal draufballern. Und dann gehen wir auf gesunder Körper. Und schauen, dass wir meinen Charakter vielleicht noch ein bisschen länger durchbringen. Gucken wir mal, ob das was wird. Hallo Drüger, ein wunderschön. Nee, nicht mein Onkel, mein Enkel. Nee, mein Sohn. Herrlich. Endlich macht die auch mal Wäsche. Irgendwann habe ich einfach 20 unverheiratete Familienmitglieder. Mir macht das unendlich viel Spaß, das alles selber zu machen. Eine Reihe sogenannter Converso wurde von ihrem ehemaligen Rabbis gesagt, sie sollen vorgeben, zum wahren Glauben konvertiert zu sein. Doch heimlich praktizieren sie weiter ihre alten Riten. Ich habe Robbys statt Rabbis gelesen. Ich hätte gerne eine Hofdame, aber ich bin halt leider nicht wichtig genug für eine Hofdame, weil ich nur eine Gräfin bin. Da kommt mir das halt jetzt leider wieder. Kommt meine Rolle als Gräfin mir wieder ein bisschen, also nicht so zugute. Was bringt eine Hofdame? Ich fühle mich wichtig dadurch. Aber in erster Linie Anspannungsverlust und Komplottwiderstand, falls sie dich mag. Es gibt generell noch sehr, sehr viele coole Jobs, die man da noch vergeben kann. Ich wünschte, man könnte die angepinnten Charaktere nochmal sortieren. Ich vergesse irgendwann immer, wen ich jetzt heiraten und wen ich töten wollte. Ja, dass man so Notizen machen kann, ne? Ey, du solltest nicht krank sein, Digi. Ich möchte, dass meine Tochter noch ein bisschen länger Prinzessin Philippa ist. Die ist erst 34. Oh, und der Sohn ist 16. So, da haben wir jetzt ein Druckmittel bekommen. Und das heißt, ich kann die jetzt mit einem Druckmittel dazu zwingen, Teil meines Mordkomplotts zu werden. Und damit kriegen wir den getötet. So, kriegen wir... Ich habe... eine Enkelin. Warum will er das nicht annehmen? Das wären doch nur Cousin und Cousine und so. Ich sehe jetzt das Problem nicht. Das ist aus Versehen hochgeschoben. Geil. Und damit bin ich den auch losgeworden. Kann dein Erbe deine 4000 Prestige übernehmen? Nee, aber der macht selber genug Prestige. Der ist König. Dass ich als Gräfin 4000 Prestige habe, finde ich halt krass. Also, ich habe tatsächlich trotz allem nur ein Enkelkind, um das ich mich in meiner eigenen Dynastie kümmern kann, weil alles andere bis jetzt an Kindern woanders hinging. Das ist nicht schlimm, da bekomme ich jetzt mein zweites Enkelkind. Aber gut finde ich es auch nicht. Das wird noch Ewigkeiten brauchen, weil der mit einer fucking Dreijährigen verlobt ist. Das ist jetzt nicht unbedingt der Vibe. Es ist eine Dreijährige. Hallo Acid. Aber das wird zumindest mit meinem jüngsten Sohn dann auch schneller gehen. Ich muss nur noch den gut unterbringen. So, und mein Sohn ist jetzt auch 16. Ui, der hat echt gute Werte in Verwaltung. Ich setz den mal, dann läuft der auch nicht weg von mir.
Dann läuft er auch nicht weg von mir. Ich setze den hier einmal rein als... als Sohn. Der kostet mich nämlich nichts. Dann ist der eine mein Erzjägermeister und der andere ist mein Seneschall. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Dann haben die anständige Jobs, um die sie sich kümmern müssen. Drei Jahre, Leute, noch. Drei Jahre. Ich versuche mal, ihre Sprache zu lernen. Dann mag sie mich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Das ist wie bei Kaiserin Sissi, wo die Oma ihr die Kinder weggenommen hat. Ich hab meine Enkelin nicht weggenommen. Ich habe meine Enkelin in Sicherheit gebracht. Den kriege ich nicht, weil er der Erbe ist. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich meine, der ist halt leider zart geworden. Aber zumindest ist er schlau. Eine ansässige Fischerin aus Corona namens Estefania tritt vor mich mit der Behauptung, sie könne mir ein verzaubertes Mahl bereiten. Angeblich fängt sie Traumfische an einem geheimen Ort, die sie mittels eines seltsamen Rituals zubereitet. Anschließend serviert sie ihre Köpfe, die noch Tage nach dem Verzehr ekstasische Visionen hervorrufen. Die Fischerin reibt sich die Hände, während sie mich anschaut, die Augen voller Gier und Angst. Wer Zauber wirkt, den sollst du nicht leben lassen. Ich könnte jetzt damit eine Hexe werden, unter Umständen. Hexenzirkel wollten wir haben, ne? Ihr habt eure Bildung um 5 erhöht, ihr habt das Geheimnis Hexe erhalten. Oh, ich habe das nicht gelesen, aber meine Gelenke schmerzen. Ich müsste jetzt meine Tochter dann eigentlich auch zur Hexerei bekehren können. Dann kriegen meine Töchter den Perk auch. Hallo Dunimark. Ich würde tatsächlich nur meine Töchter zur Hexerei bekehren. Ich würde einfach gucken, dass es meine Söhne dodgt. Also außer die Fragen nach. Das heißt, ich arbeite mich jetzt durch meine Töchter und also durch alle weiblichen Leute in meinem Dings. Schuld und Scham suchen mich in letzter Zeit heim. All meine Sünden, das waren nicht so viele. Meine Fehler, da gab's noch weniger von. Mein Scheitern, ach, whatever. Solche finsteren Gedanken lenken mich von meinen Pflichten ab und halten mich nachts wach. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas tun muss, um diese geistigen Qualen ein Ende zu machen. Doch was könnte wohl helfen? Ich muss das aushalten. Ah, meine Freundin Uta ist gestorben. Im Kindsbett. Aber das Kind hat's überlebt. Das hat den Stress bei mir quasi ausgelöst. Und Estefania, das ist jetzt die Hexe. Die wird mein neuer Radspitzel werden. Das bietet sich an. Und ich gehe für meinen Stress. Ah! Ich kann nicht in ein Freudenhaus. Ja, dann muss ich jagen gehen. Und da würde ich einfach nur zugucken bei der da würde ich einfach nur zugucken bei der Jagd. Und ich würde Wald, 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 Waldgelände, Hügel, Wald. Ich habe kein Risiko, eine hohe Sicherheit, Vorsatz, Erholung, Teilnehmer mit Hofdienerschaft. Und Gruppengröße, vernünftige Gruppe, das passt.
Und dann machen wir eine Jagd. Ich richte ein großes Ereignis, Jagd in Villalba, aus. Und es ist Zeit für unsere Abreise. Endlich habe ich die Möglichkeit, meiner Leidenschaft nachzugehen und mein Geschick zur Geltung zu bringen. Es stimmt schon, es gibt nichts Besseres als eine gute altmodische Jagd. Besuch im Freundhaus und jagen gehen liegt ja auch nicht so weit auseinander. Boah, das ist hart. Das ist hart. Wie Dauerkarte schon voll im Freudenhaus. Guck dir mein Gesicht an. Mein Gesicht ist die Dauerkarte aus dem Freudenhaus. Während wir auf die Ankunft der übrigen Gäste warten, können meine Diener mit den Vorbereitungen beginnen. Die Wildhüter suchen jeden Tag die Ländereien nach Anzeichen von Beute ab und errichten ein Lager in der Nähe der Jagdreviere. Sehr schön. Mein Sohn ist mit am Start, mein Ratsverwalter ist mit am Start, mein Ratsmarschall ist mit am Start und ein ausgezeichneter Ritter ist von mir mit am Start. Ach, das ist mein jüngster Sohn. Voll schön, dass mein jüngster Sohn mit dabei ist. Als Erzjägermeister, der nichts kann. Außer schön sein. So, Mion reisen. Das Prestige, meine Dynastie wächst weiter. In was für einem Thema? Xoran, der Jägermeister von euch, ihr trommelt die Gesellschaft zusammen, als das Licht über dem Lager im Gelände Waldgebiete unweit von Villalba aufgeht. Die örtlichen Wildhüter haben die nähere Umgebung nach Fährten und Losungen durchkämmt. Hier treibt sich ganz kleine, stämmige Wildsau herum. Eine gefährliche, aber würdige Beute. Xoran grinst. Das sollte richtig Spaß machen. Schaffen wir uns daraus. Jagdziel, Wildsau, Gefahr, gefährlich, Prestige, beeindruckend. Ich schau ja nur zu. Was könnte dabei bloß schief gehen? Dankeschön, Mantajochen, für 13 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Ich gucke nur zu. Wilderer, hier auf dem Land, das Gräfin sein eigen nennt. Sie kauern eng beieinander, als ich mit meinen Wachen zu ihnen reite. Und verbergen damit kaum das tote Tier Hirsch hinter ihnen. Das waren wir nicht. Habt Gnade mit uns, glorreiche Gräfin. Doch ihr Klingen und ihre Klingen und Bögen strafen sie Lügen. Geil. Ich hab das geschafft. Das hat Robert bestimmt auch gesagt. Mein Höfling Gonzalo spielt unsere Jagdbeute als erstes. Das prächtige Männchen ist sehr schwer auszumachen. Doch es ist ohne jene Zweifel hier und beobachtet uns aus seiner Deckung heraus. Es begegnet meinem Blick, um dann, als ob das Tier meine Absicht spüren kann, wie ein Blitz aus braunem Fell davon zu spurten. Hinterher, wir reiten los. Ich habe nicht gelesen, was das Risiko ist. Also Cersei hat bei der Wildschweinjagd auch offiziell nur zugeschaut. Die war ja nicht mal mit dabei. Die Wildsau sind kommen. Was ne Scheiße. Nach einem stundenlangen Ritt drängen wir das gerissene Tier endlich in die Ecke. Unser Hatz war nicht umsonst. Unsere Hatz. Das erschöpfte, von Panik quietschende Tier ist in die Ecke gedrängt, kurz vor dem Umfallen und völlig verängstigt. Das stolze Tier quiekt grässlich und ist bereit, jeden, der sich ihm nähert, mit seinen scharfen Hauen zu durchbohren, während Hunde und Jäger es geradezu ängstlich umringen. Lass die Hunde los. Speere bereit, vorwärts. Ich habe eine 15%ige Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliger Teilnehmer stimmt. Jeder Teilnehmer mit dem Vorsatz, Bestie erlegen. Das beschäftigt mich nicht, weil ich bin Zuschauende.
Damit kann mir das egal sein. Ja, ich will nicht, dass die Hunde sterben. Solche Jagden sind die reinste Freude. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Jagd. Es gibt wohl keinen größeren Nervenkitzel, als ein mächtiges Tier zur Strecke zu bringen. Ich leite das Ausweiden an. Vorsichtig wird der Kadaver unter Anleitung der Wildhüter abgezogen. Wir legen den Anteil der Hunde auf das ausgebreitete Fell, bevor wir aufbrechen und nach Hause zurückkehren. Ich habe Pferdehauer von der Wildsau bekommen. Holy shit. Erhielt 5 Eigenschaftserfahrungen. Erhielt Prestige, verlor Anspannung. Das ist ja übel geil. Hat mein Sohn auch was bekommen? Ja, mein Sohn hat auch ein Level mitgemacht. Auch als Reisender. Das ist gut. Das ist gut und wichtig und richtig. Geil. 15% ist so niedrig, da ist noch nie was passiert. Das sind 15 Paradox-Prozent. Aber da haben wir jetzt Hauer. Prestige, Anspannungszuwachs minus 10, Meinung Dynastie plus 10, Meinung Patriarchale Vasallen plus 8. Alter, ich habe so viel Prestige. Und das heißt fucking Gräfin. Ich habe literally nichts in meinem Leben erreicht, außer meinen Sohn, meine Söhne gut einzubauen oder meine Kinderwahl ordentlich umzusetzen vielmehr. Warum möchtest du meinen Sohn nicht? Jetzt kann ich sie nicht mal mehr auswählen dafür. Die wird mir gerade nicht mal mehr eingezeigt. Ah, die ist verlobt. Was? Habe ich das übersehen? Lol. Mit einem 42-Jährigen? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Dankeschön, PG Rex, für 32 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ja, verlobt, ey. Das glaubt sie ja wohl nicht. Da tust du dir sogar einen Gefallen, auch wenn sie es nicht weiß. Auf jeden Fall. Also bevor die einen 42 Jahre alten irgendwen... Herzogin Elvira Sines von Portugal möchte mir ihre Tochter andrehen für meinen Sohn. Nee. Das andere ist halt krasser. Das andere ist halt, ich muss mir die merken, weil die hat Töchter und einen Sohn. Das ist auf jeden Fall spannend. Aber ich will meinen Sohn in England. Ich habe jetzt so viele Jahre darauf gewartet. Ich will meinen Sohn an der Seite der kleinen Königin Juliana. Das ist die Frau der Wahl. Und die wird sein. Ich meine, die ist verlobt mit einem fucking... 42-jährigen, zornigen, gerechten, religiösen Eiferer.
Ich kann Philippa nicht dazu zwingen, die Wahrheit zu erkennen. Doch ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um ihren Geist dafür zu öffnen. Ich bete zu der gehörnten Göttin, dass Philippa in unseren unschuldigen Gesprächen und den heiligen Schriften, die ich an ihren Gemächern hinterließ, irgendwas fand, zu dem sie eine Verbindung spürte. Ja, gucken wir mal, ob das gleich was wird. Es wurde nämlich im ersten Anlauf nix. Aber ich muss jetzt erstmal den Mord hier fertig bekommen. Das hat gerade kurz Priorität. Das hat eben Priorität. Damit wir das hier einmal durchbekommen. Und stattdessen kriegt die dann... Stattdessen kriegt die dann meinen jüngsten 17-Jährigen. Der ist zwar zart, aber wunderschön. Der ist halt stur und gefühllos, aber er ist auch geduldig. Er ist ein kaufmännisches Genie, ein Reisender, ein Jäger. Und er ist vor allem nicht über 40. Was meines Erachtens nach das Hauptargument sein sollte. Oh. 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 Er hat zwei Töchter geboren. Und beide Töchter sind schön. Also die eine ist stattlich und die andere ist wunderschön. Und die ist schon wieder schwanger. Lol. Die schmeißt ja... Ich sag's nicht. Die brütet ja. Das ist ja wundervoll. Das ist ja absolut wundervoll. Bis auf die Namen. Gontrode. Ich bin eine gute Mutter. Und nenne meine Enkelinnen, während sie bei mir in Ausbildung sind, einfach um. Auch wenn ihre eigenen Eltern das nicht wollen. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich fragen muss. Ich habe das Gefühl, dass ich das selber entscheiden darf. Weil schließlich bin ich die Oma. Du bist eine sehr gute Oma, finde ich auch. Ich bin mir auch sicher, dass das etwas ist, was die eigene Mutter total toll findet. Wenn die Schwiegermutter einfach sich über den Willen hinwegsetzt und die Enkelkinder umbenennt. Ich glaube, was Schöneres kann man sich gar nicht vorstellen. Classic Mother-in-Law. Die Oma, die alte Hexe. Ja. Ich muss diese Ehe unbedingt verhindern. Ich muss diese Ehe unbedingt verhindern, bevor sie passiert. Ich muss diese Ehe so unbedingt verhindern. So, anatomische Studien. Damit kostet ein Hofarztanwerben weniger und die Chancen, dass das gut läuft, sind höher. Das ist sehr, sehr gut. Wir müssen ja schauen, dass wir uralt werden. Das ist wichtig. Ich sag mal so,
Das Kind kann mit seinem Namen ja noch nichts anfangen. Dann kann man ihn noch schnell ändern, bevor es zu spät ist. Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Und so ein guter katholischer Name hat auch noch niemandem geschadet. Kriegen wir den so getötet? Ja. Weg ist er. Weg ist er. So, dein Verlöbnis ist rum. Wie sieht's jetzt aus mit meinem Sohn? Warum möchtest du das nicht? So, ich kann dir so ein... Ich werde dir so ein Fell schenken, damit du mich auch einfach noch ein bisschen mehr magst. Ich könnte sie auch entführen. Ich wäre die großartigste Oma, die du dir vorstellen kannst. Was spricht denn noch dagegen? Eigene Heirat von Kleinkönigin Bilder? Ihr habt schon zu viele Bündnisse. Ja, das war zu erwarten. Kleinkönigin Juliana steigt durch Heirat ab. Sie mag meinen Sohn auch nicht besonders. Sie mag mich aber ein bisschen. Wir haben eine hohe Prachtstufe der Dynastie, das ist geil. Patrilineare Hochzeit gibt auch nochmal minus 100. Sie ist verschreckt von mir. Kann ich noch ein bisschen mehr Angst schüren? Ich habe das Gefühl, ich bin auf 98%. Okay, ich glaube, viel mehr geht da gar nicht mehr. Nee, die sagt dann zu, weil sie sich nicht traut, abzulehnen quasi. Das ist die Richtung, die das hat. Ja, das braucht 18 Monate, das braucht zu lange. Die ist halt bald 16. Und sobald die 16 ist, werde ich ein Druckmittel gegen sie fingieren. Und darüber werde ich sie dazu zwingen, meinen Sohn zu heiraten. Die ist schon wieder verlobt. Jetzt irgendeinen 14-Jährigen. Are you fucking kidding me? Wie viele muss ich denn noch töten, damit du verstehst, dass mein Sohn der Wahre ist? Das ist mein Enkel. Aber das ist kein Enkel in meiner Dynastie. Also das ist der Enkel, also das ist nicht der Erbe, das ist der Zweitälteste. Der ist auch nicht Teil meiner Dynastie. Mein Sohn braucht eine Frau. Ich kann meine Enkel nicht töten. Das kann ich nicht bringen. Nee, ich kann meinen Enkel nicht töten. Das wäre zu hart. Das würde Roleplay technisch keinen Sinn ergeben. Damit haben wir sie verloren. Dankeschön, Mbame, für die 26 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dann schauen wir uns die Herzogin Elvira von Portugal nochmal an. Die hatte ja auch eine Tochter für mich. Dann töten wir den hier.
Töte dann noch den Sohn für die Abfolge. Das funktioniert nicht. Ich glaube, der hat mehr. Der hat mehr Söhne, oder? Nee, hat sie gar nicht. Dann gehen wir dafür. Hanulani, Nanilo, ein wunderschön. Dann gehen wir dafür. Ich kann mein Enkelkind nicht töten. Das wäre zu hart. Und wir haben einen kleinen Erben. Meine Erbschaftsfolge ist gesichert. Meine Erbschaftsfolge ist gesichert, Kinders. Der ist dran gestorben, dass er kränklich war. Also ist das Kind plötzlich der Kindstod quasi. Ah, die bietet mir ihre jüngere Tochter an, statt die ältere. Jetzt quasi an der Stelle. Ich hätte halt gern die ältere Tochter und nicht die jüngere. Ich hätte halt gern die. Vor allem, weil die jüngere Tochter homosexuell ist. Es sind weniger Kinder. Aber andererseits bietet sie es mir gerade an. Andererseits bietet sie es mir an, oder? Da können wir ja schon mal nachsichtig sein, ohne dass wir nochmal 10 Menschen töten. Kannst du dann hat die ältere Tochter einfach Pech. Weil die ältere Tochter jetzt einen alten Sack heiraten muss, der 49 Jahre alt ist. Und ihre jüngere Schwester. Bekommt meinen Sohn. Aber damit wären meine Söhne jetzt auch unter der Haube. So. Das wäre ein wunderschöner Abschluss für heute. Eure Schwiegerenkelin, Herzogin Ermengilda, und ihr könnt potenziell ein Bündnis miteinander aushandeln. Herzogin Ermengilda von Toskana. Nur, dass sie das nicht annehmen möchte, weil ich zu viele Bündnisse habe, glaube ich. Wer ist denn Herzogin Ermengilda? Ah! Wait, what? Wie ist die denn mit mir jetzt verlobt? Verwandt. Ah, okay. I see. Meine Tochter hat einen Sohn. Und der Sohn und Haupterbe hat Herzogin Ermengilda aus der Toskana geheiratet. Und jetzt könnte ich über diese drei Ecken theoretisch gesehen mit ihr ein Bündnis aushandeln, weil er mein Enkel ist. Wenn ich nicht schon zu viele Bündnisse hätte. Ja, krass. Ja, krass. Was für ein wilder Sprung. Wie viele Menschen hast du eigentlich getötet? 1, 2. Warte mal, kann ich mir das anzeigen lassen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, es steht auch da unten.
Ja. So, ihr Süßis. Damit höre ich für heute auf.